Ich habe das letzte Mal gesprochen darüber, wie der Klimawandel sich auswirkt, verschärfend auf soziale Konflikte, wie das letztlich zu Flucht und Krieg führen kann. Am Beispiel Syrien. Heute will ich sozusagen das Umgekehrte machen. Wie wirkt sich eigentlich Militärrüstung und Krieg auf den Klimawandel aus? 2018 haben die Staaten der Welt 1.822 Milliarden Dollar für Militär und Rüstung ausgegeben. Das sind 2,15% der gesamten Wirtschaftsleistung. 1960, während des Kalten Kriegs, war der Anteil am globalen BIP 6,2%, ist gefallen bis auf eben die 2,15%. Aber gleichzeitig hat sich das globale BIP verfünffacht und das heißt, die Militärausgaben sind absolut gestiegen. Also seit dem Höhepunkt des Kalten Kriegs um 78%. Zum Vergleich, das Stern Report von 2006 hat die notwendigen Ausgaben, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimaerhitzung zu vermeiden, auf jährlich 1% des Bruttoweltprodukts oder des weltweiten BIP geschätzt. Und das International Institute for Applied System Analysis kommt 2018 zu dem Schluss, dass abgesehen von der Umleitung von Energieinvestitionen zu CO2-neutralen Quellen zusätzliche Energieinvestitionen von jährlich 460 Milliarden Dollar notwendig wären. Das alles sind so Größenordnungen. Niemand kann das ja genau berechnen. Die weltweiten öffentlichen Ausgaben für Klimaschutz und Klimaanpassung waren 2018 253 Milliarden Dollar. Und das entspricht nur 13% der weltweiten Militärausgaben und 0,3% des Bruttoweltprodukts. Da sieht man also das Verhältnis. Militärausgaben, Klimaschutzinvestitionen öffentlich in der Mitte und Klimaschutzinvestitionen von privaten Unternehmen rechts. Der Politikwissenschaftler Oliver Scanlan hat diesen krassen Unterschied untersucht und erklärt ihn unter anderem damit, dass Regierungen in militärischen Fragen oft nach der 1%-Regel vorgehen. Das heißt, auch wenn das Risiko einer Katastrophe nur mit 1% eingeschätzt wird, zum Beispiel eines zwischenstaatlichen Krieges, dann muss dafür vorgesorgt werden. Das nennt man auch das Vorsorgeprinzip. In Umweltfragen aber tendieren sie eher zum Risikoprinzip. Das heißt, eine potenzielle Gefahr muss mit 95%iger Sicherheit belegt sein, damit Gegenmaßnahmen getroffen werden, das heißt finanziert werden. Die Wissenschaft kann mit ihren Modellrechnungen jetzt nur quantifizierbare Vorhersagen treffen, sagt er. Zum Beispiel, dass sich im Vereinigten Königreich bis 2050 die Zahl der Hitzetoten um 2/3 erhöhen wird. Solche Zahlen kann die Wissenschaft produzieren oder dass die landwirtschaftliche Fläche, die man nutzen kann, von 38 auf 9% sich reduzieren wird. Aber weitergehende Behauptungen, wagt die Wissenschaft normalerweise nicht. Und besonders nicht quantifizierbar sind Risiken, die aus der Einwirkung der physikalischen Veränderungen auf komplexe, fragile menschliche Systeme entstehen. Also zum Beispiel die Versorgungsketten mit Nahrung und Energie. Der Weiterbestand des Versicherungswesens führt da auf, verschlechterte zwischenstaatliche Beziehungen, vermehrte politische Unruhen, bewaffnete Konflikte, Fortbestand des Atomwaffensperrvertrags. Und Scanlan sagt eben, dass diese Risiken eine nicht quantifizierbare, aber dennoch nicht triviale Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe darstellen. Damit hat das Scanlan allerdings noch nicht erklärt, warum die Regierungen diese unterschiedlichen Maßstäbe an die verschiedenen Risikogruppen anlegen. Wie wirkt sich nun dieses Ungleichgewicht zugunsten militärischen Sicherheitsdenkens aufs Klima aus? Wir müssen zuerst von den USA sprechen, denn die USA sind unbestreitbar die größte Militärmacht der Welt. Sie geben mehr als doppelt so viel fürs Militär aus wie Russland und China zusammen und mehr als ein Drittel der gesamten weltweiten Rüstungsausgaben. Auf die NATO insgesamt entfallen dann 54%, auf die EU 14%.
Neta Crawford, die den Lehrstuhl für Politikwissenschaften an der Boston University innehat, hat 2019 eine Studie veröffentlicht, Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War. Bei den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll von 1997 haben sich die USA ja ausbedungen, dass Emissionen durch militärische Operationen von den Emissionszielen ausgenommen sein sollten und nicht gemeldet werden müssen. Obwohl die USA das dann nicht ratifiziert haben, ist die Bestimmung im Protokoll geblieben, bis zum Pariser Abkommen von 2015. Aber bis heute muss das Pentagon seine Emissionen nicht melden und daher können die nur aufgrund anderer Daten geschätzt werden. Das US Department of Defense, also das Pentagon, ist der größte individuelle Verbraucher von Erdöl in der Welt und der größte Emittent von Treibhausgasen. Wenn das Pentagon ein Land wäre, würde es da an 72. Stelle stehen, zwischen Bulgarien und Ungarn. Emittiert jedenfalls mehr als, sagen wir, Dänemark oder die Schweiz oder Schweden. Von 1975 bis 2018 entsprach der Treibhausgasausstoß 3,7 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten. Die amerikanische Rüstungsindustrie, die muss man jetzt dazu rechnen, die beschäftigt fast 15% aller industrietätigen Beschäftigten und ihre Emissionen betrugen zwischen 2001 und 2017 durchschnittlich 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und die Hälfte davon wird direkt der Kriegsführung zugeschrieben. Also wenn man diese 300 Millionen dann dazu rechnet, dann kommt man auf Platz 24 der Länderliste, irgendwo zwischen Argentinien und Polen. Vom Beginn des War on Terror 2001 bis zum Jahr 2018 betrug der Ausstoß 1,3 Milliarden Tonnen. Davon 440 Millionen Tonnen, also knapp ein Drittel, auf Kriegsoperationen, unter anderem in Afghanistan, Pakistan, Irak und Syrien. Und der Rest, die anderen zwei Drittel, entfallen auf die Aufrechterhaltung der militärischen Kapazitäten. Großen Teil des Energieverbrauchs macht Flugzeugtreibstoff aus. Da werden bei einem Lufteinsatz ja hunderte Tonnen CO2 in die Luft geblasen. So ein Bomber, wenn der von den USA in den Nahen Osten fliegt, braucht er die Begleitung von 15 Tankflugzeugen, die ihn unterwegs immer wieder auftanken. Zu den Klimafolgen von Kriegen tragen natürlich dann auch noch Angriffe auf Ölförderungsanlagen oder Öltanker bei und dann der Wiederaufbau, vor allem durch Zementherstellung. Und schließlich muss man noch bedenken, dass mehr als 60 Länder sich an der Seite der USA am Afghanistan-Krieg beteiligt haben, 37 Länder im Irak-Krieg und mehr als 16 am Krieg gegen den IS. Da kommt also noch ein substanzielles Ausmaß an Emissionen dazu. Eine wesentliche Sorge der USA gilt dem Zugang zu den Ölvorkommen rund um den Persischen Golf. Hier sehen wir die ganzen Militärbasen in der Gegend. Die netten Segelschifferungen sind Flugzeugträger. Beim Abzug der Truppen aus Syrien hat der Präsident Trump gesagt, aber wir lassen Soldaten hier, um das Öl zu sichern. Und wir müssen vielleicht um das Öl kämpfen. Die US-Wirtschaft ist immer noch stark vom Öl abhängig und betroffen von den Fördermengen und dem Preis des Öls. Das Militär befasst sich mit verschiedenen Szenarien. Erstens, eine feindliche Macht könnte die Kontrolle über das Öl am Persischen Golf gewinnen. Zum Beispiel, indem die Kuwait oder Saudi-Arabien besetzt. Sie könnte so den weltweiten Nachschub und den Preis des Öls kontrollieren. Als Gegenmaßnahme haben die USA 1975 die strategische Ölreserve geschaffen und 1979 die schnelle Eingreiftruppe. Die ist jetzt Central Command. Als der Irak Kuwait angegriffen hat, hat die Bush-Administration erklärt, die USA werden ihre lebenswichtigen Interessen in der Region verteidigen, wenn nötig und angemessen mit militärischer Gewalt gegen jede Macht, deren Interessen sich gegen uns richten.
In den letzten Jahrzehnten haben die USA allerdings ihre Bezugsquellen von Öl diversifiziert. 2018 haben die Ölimporte nur mehr 11% des gesamten Verbrauchs betragen. 20% der Importe kamen vom Persischen Golf, also nur 2,2% des Gesamtbedarfs eigentlich. Viele Analysten sehen daher keine Notwendigkeit mehr für die starke Präsenz in der Region. Die US-Wirtschaft würde ohne das Öl aus dem Nahen Osten nicht zusammenbrechen. Überhaupt sinkt der Anteil des Öls am gesamten Energieverbrauch auch langsam. Von 40% 2005 auf 37% 2017. China wäre in Bezug auf Öl aus Nahost viel verwundbarer als die USA, schreibt Crawford. Crawford nennt zwei Schätzungen der Kosten für den Schutz der Ölinteressen, jährlich 81 Milliarden US-Dollar und davon 5 Milliarden US-Dollar direkt für den Persischen Golf. Das US-Militär, die Geheimdienste und die Wissenschaft warnen seit Jahrzehnten vor den Gefahren, die durch den menschengemachten Klimawandel entstehen. 2014 veröffentlichte das Pentagon eine Climate Change Adaption Roadmap. 2019 berichtete es, dass Dutzende seiner Einrichtungen von Effekten der Klimawärmung betroffen seien. Überflutungen, Dürre, Flächenbrände und Desertifikation. Die größte Bedrohung für das US-Militär ist das steigende Meeresspiegel und starke Stürme, die Flottenbasen beeinträchtigen. Das Schmelzen des Permafrosts in der Arktis bedroht die physische Stabilität der dortigen Stützpunkte. Als Reaktion erwägt das Pentagon die Schließung von Stützpunkten und treibt die Entwicklung von Gerätschaften voran, die für heißere oder feuchtere oder trockenere Bedingungen geeignet sind und auch das Training der Truppen für solche Umstände. Das US-Militär hat durchaus Bedenken wegen seiner enormen Abhängigkeit vom Öl, besonders für Kriegsoperationen. Der Transport vom Treibstoff zum Kriegsschauplatz braucht ungefähr genauso viel, verbraucht selber so viel Treibstoff wie das Schießen, also wie das Fahren der Panzer und das Fliegen der Flugzeuge und so weiter. Diese Transporte sind auch sehr verwundbar. Also das Militär wird an sich grüner, aber es gesteht sich trotzdem nicht ein, dass sein eigener Energieverbrauch ja sehr viel zum Klimawandel beiträgt. Die Trump-Administration ignoriert auch die Befürchtungen des Militärs in Bezug auf den Klimawandel. Das Pentagon gesteht sich einfach nicht ein, dass sein eigener Treibstoffverbrauch substanziell zu den globalen Treibhausgasemissionen beiträgt. Und das Pentagon gesteht auch nicht ein, dass eine Reduzierung seines eigenen Ölverbrauchs beziehungsweise eine Reduzierung des gesamten US-Ölverbrauchs die Bedrohung der nationalen Sicherheit ja beträchtlich verringern könnte. Crawford zieht die Schlussfolgerung, wenn die USA ihre Ölimporte reduzieren würden und damit auch den Verbrauch von Öl, den der Schutz dieser Importe bedingt, weil man braucht Öl, um das Öl zu beschützen, ne? Dann könnten sie auch ihre militärische Präsenz im Nahen Osten reduzieren. Sie könnten entscheidend dazu beitragen, dass Bedrohungen der globalen Sicherheit erst gar nicht entstehen, anstatt sich darauf vorzubereiten, solche Bedrohungen militärisch abzuwehren. Crawfords Empfehlungen sind eigentlich sehr gemäßigt. Wenn man bedenkt, welchen Schaden Militär und Rüstungsindustrie anrichten, dann kann man meiner Meinung nach eigentlich nur totale Abrüstung fordern. Ein Beispiel ist der Irakkrieg. Der zweite Irakkrieg hat offiziell vom 20. März bis zum 1. Mai 2003 gedauert. Darauf folgten jedoch noch 8 Jahre Besatzung durch die USA und Großbritannien. Er hat auf irakischer Seite insgesamt 460.000 Opfer gefordert, auf der Seite der USA und ihrer Verbündeten 4.799. In ihrer Studie A Climate of War berechneten Reisch und Kretzmann im Jahr 2008 die ökologischen Kosten. Der Krieg verursachte Emissionen von 141 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Das entspricht immerhin dem, was ein Land wie Neuseeland oder Kuba in einem Jahr verursacht. Die Emissionen stammen aus dem Treibstoff für Kampfhandlungen, brennenden Ölfeldern, vermehrten Abfackeln vom Gas und ironischerweise dem gesteigerten Verbrauch von Zement für den Wiederaufbau.
Treibstoff allein ist verantwortlich für 100 Millionen Tonnen von diesen CO2-Äquivalenten. Davon eben der Treibstoffverbrauch auf dem Kriegsschauplatz 49 Millionen und der Transport des Treibstoffs 47 Millionen. Die ökonomischen Kosten hat der Ökonomie-Nobelpreisträger Josef Stiglitz 2008 mit 2,6 Billionen Dollar oder 12 Milliarden Dollar pro Monat veranschlagt. Die Autorinnen der Studie berechnen, dass die direkten Ausgaben der US-Regierung für den Krieg ausgereicht hätten, um ein Viertel der Energieproduktion der USA durch Windkraft zu ersetzen und so die Emissionen der USA um ein Sechstel, nämlich um 1 Milliarde Tonnen CO2-Äquivalent zu senken. Ein hypothetisches Beispiel. Was wären die Konsequenzen eines nuklearen Konflikts zwischen Indien und Pakistan? 2006 hat der Klimatologe Alan Robock von der Rutgers University mit 5 weiteren Autoren eine Studie über die Folgen eines regionalen nuklearen Konflikts für das Klima veröffentlicht. Als Beispiel nennt er eine mögliche Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan. Die kämpfen ja seit der Unabhängigkeit um das Gebiet Kaschmir, wo der Indus entspringt und das für die Wasser- und Energieversorgung beider Länder bedeutsam ist. Die Annahme ist, jede Macht würde 50 Bomben von der Stärke einer Hiroshima-Bombe auf gegnerische Städte abwerfen. Und das wären nur 3 Promille der gegenwärtig auf der Welt vorhandenen Atomwaffen. 20 Millionen Menschen würden unmittelbar sterben. Megastädte wären auf nicht absehbare Zeit unbewohnbar und 5 Millionen Tonnen Rauchpartikel oder Rußpartikel würden in die obere Atmosphäre gelangen. Die Folge davon wäre ein weltweiter nuklearer Winter. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur auf der Erde würde um 7 bis 8 Grad Celsius sinken, nach 10 Jahren immer noch um 4 Grad Celsius niedriger sein als jetzt. Auf dem Tiefpunkt der letzten Eiszeit war die Temperatur um 5 Grad Celsius niedriger als jetzt. Das heißt, dieser Klimawandel würde an Stärke und Geschwindigkeit alles übertreffen, was die Menschheit während ihres ganzen Daseins erlebt hat. Die US-Weizenproduktion würde in den ersten 5 Jahren um 20% geringer sein, in den zweiten 5 Jahren um 10%. Die Reisproduktion in China würde um ein Viertel beziehungsweise in den zweiten Jahren um 20% sinken. Die Produktion von Winterweizen sogar um 40% beziehungsweise 25%. Weltweit würde die Nahrungsmittelproduktion um 20-40% sinken. Es gibt noch immer 13.400 nukleare Sprengköpfe in den Arsenalen von 9 Atommächten. Es ist also klar, dass ein Atomkrieg, auch wenn er unwahrscheinlich ist, die größte Bedrohung für die Menschheit ist. Meiner Meinung nach sollte die Klimaschutzbewegung auch die atomare Abrüstung fordern. 2017 hat die UNO-Generalversammlung den Atomwaffenverbotsvertrag beschlossen. Bis August 2020 haben ihn 82 Staaten unterzeichnet und 44 ratifiziert. Ab der 50. Ratifizierung wird er in Kraft treten. Zur NATO. Beim Jubiläumsgipfel der NATO haben sich 29 Staatsoberhäupter getroffen, haben nicht über den Klimawandel gesprochen, sondern stattdessen über die Feinde Russland und China, über den Weltraum als möglicher neuer Kriegsschauplatz, über die Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft und die Erhöhung der Militärausgaben. Schon 2014 haben sich die NATO-Mitglieder verpflichtet, bis 2024 ihre Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Zur EU. Im Dezember 2017 hat die EU nach langer Vorbereitung PESCO gegründet, die Permanent Structured Cooperation auf militärischem Gebiet. Dieses Bündnis, zu dem auch Österreich beigetreten ist, verpflichtet alle Mitglieder zur Aufrüstung. Die Länder, die sich daran beteiligen müssen, ihre Verteidigungsfähigkeit
Durch die Entwicklung von nationalen Beiträgen und die Beteiligung an multinationalen Streitkräften, an den wichtigsten europäischen Ausrüstungsprogrammen und an der Tätigkeit der Europäischen Verteidigungsagentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeit, Forschung, Beschaffung und Rüstung intensiver entwickeln, sowie über die Fähigkeit verfügen, im Bedarfsfall bewaffnete Einheiten sowie logistische Unterstützung innerhalb von 5 bis 30 Tagen für eine Dauer von 30 bis 120 Tagen bereitzustellen. In einem Strategiepapier des European Union Institute for Defence Studies heißt es über die Interessensphäre Europas: In particular, Europeans should focus on improving their ability to temporarily project and even permanently extend their armed forces into the EU's geographic zones of privileged interest. Und diese Zonen privilegierten Interesses sind der Kaukasus, der Norden, der Mittlere Osten und Nordafrika und die Regionen, die daran angrenzen, vom Subsahara-Afrika bis Zentralasien und dem Indopazifik. Das sind also die strategischen Interessen der Europäischen Union. Und auch offensive militärische Operationen werden in Erwägung gezogen, zum Beispiel um einen Bürgerkrieg in Zentralafrika zu beenden oder um ein aggressives Regime im weiteren Nahen Osten in die Schranken zu weisen. Der politische Islam ist zwar real und gefährlich, aber sollte Europa jemals Krieg um Öl führen, dann wird sich das leichter rechtfertigen lassen, wenn es unter der Flagge des Kampfes gegen den politischen Islam geschieht. In der 2016 beschlossenen Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy wird klar gesagt, worum es geht. Ensuring open and protected ocean and sea routes critical for trade and access to natural resources. Das hier also sind die Regionen, wo Europa seine Interessen sieht und militärisch verteidigen möchte. Und jetzt noch zu Österreich. Österreich hat 2016 2,4 Milliarden Euro für Verteidigung ausgegeben. Das waren 0,6% des Bruttoinlandsprodukts. Laut dem Bericht des Verteidigungsministeriums Unser Heer 2030 sollen die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 5,6 Milliarden Euro bzw. 1% des BIP steigen. Vergleicht man die von Statistik Austria für 2017 zur Verfügung gestellten Daten zu Verteidigungsausgaben und Umweltschutzausgaben, so betragen die Militärausgaben das 3,5-fache der Umweltschutzausgaben. Interessant sind die Risikoeinschätzungen des Landesverteidigungsministeriums nach Wahrscheinlichkeit und Gefährlichkeit. Man sieht die hier nach oben, je weiter oben, umso gefährlicher, je weiter rechts, umso wahrscheinlicher. Und hier wird rapider Klimawandel als sehr wahrscheinlich und sehr gefährlich eingeschätzt. Massenmigration, Neutralitätsverletzung. Und die Region, von der die größte Bedrohung ausgeht, nach diesem Schema, ist Russland. Als einer von 16 strategischen Trends wird genannt die Entwicklung der Krisen- und Konfliktregionen Westbalkan, Naher Osten, sowie Nordafrika und Subsahara-Raum. Die ist entscheidend. Und als wichtiges Ziel: Offenhalten der ungehinderten Zugänge zu Energie und Rohstoffen. Ja, im November 2019 hat das erste Bundesheermanöver European Advance 2019 stattgefunden, um sich für den Einsatz bei den EU Battlegroups zu qualifizieren. Österreich ist an verschiedenen PESCO-Projekten beteiligt. Unter anderem soll der Einsatz unbemannter Bodensysteme und Luftdrohnen entwickelt werden, die mit Sensoren ausgestattet werden, um ABC-Kampfstoffe zeitgerecht zu erkennen. Die österreichischen Unis haben seit 2014 ungefähr 30 Millionen Euro vom US-Militär bekommen. Der Löwenanteil ist an die Uni Innsbruck gegangen. Ab 2021 wird ein EU-Rüstungsfonds in der Höhe von 13 Milliarden eingerichtet. Ein Drittel davon dient ausschließlich der Förderung von Rüstungsforschung.
Rüstungskonzerne wie Airbus oder Siemens kaufen sich immer mehr in die Forschung. Ein Fazit: Auch für Österreich sollte gelten, was Denise Garcia, eine Beraterin der UN zu Fragen von Rüstungskontrolle, in einem Nature-Artikel vom August fordert: Militärbudgets umwidmen auf Klimaschutz und Pandemiebekämpfung.